Raus, Rucksack greifen, los. Leute, Leben in der Lage. Luxus versus Survival. Das nehme ich natürlich auf jeden Fall mit. Unter einer Brücke, ja, in einer Bushaltestelle. Um das Thema Fluchtrucksack. Zum Abbinden von Gliedmaßen. Ein Krieger zieht nie ohne seine Rüstung in die Schlacht. Hallo, ich bin's Fritz. In der letzten Folge haben wir über das Thema Notfallvorrat gesprochen. Und jetzt, viele von euch haben es gewünscht, geht es endlich um das Thema Fluchtrucksack. Ich habe hier meinen Tasmanian Tiger Raid Pack MK2, kennt viele von euch. Ist ein 45 Liter Rucksack, nur damit ihr grob erstmal ein Gefühl vom Volumen herkriegt. Und was haben wir natürlich wieder mit dabei? Ratgeber für Notfallvorsorge. Hier wird auch das Thema Fluchtrucksack behandelt und da schauen wir als allererstes mal rein. Für die, die es nicht mitbekommen haben, dieser Ratgeber ist vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Also nicht irgendwelche Hirngespinse, sondern das, was das Land empfiehlt, und zwar Deutschland, in dem wir leben. Das Hauptproblem ist, dass viele bei dem Thema Krise, Fluchtrucksack, Prepping sofort immer an Zombie-Apokalypse, Weltuntergang denken. Aber darum geht's gar nicht. Und die Leute, die mich lange verfolgen, wissen, dass das auch nicht mein Mindset ist, sondern dass es einfach um realistische Szenarien geht, auf die man sich optimal vorbereiten sollte. Gepäck für den Notfall packen Sie praktisch. Es ist etwas passiert, alle müssen raus aus dem Haus. Eine Evakuierung ist angesagt. Der Auslöser, ein Leck in der Gasleitung, ein Brand im Nachbarhaus. Es gibt viele denkbare Notsituationen und je nachdem kann es eine längere Zeit dauern, bis Sie wieder zurück in Ihre Wohnung dürfen. Und das ist nämlich genau der Punkt, weil das macht meiner Meinung nach 95% aus. Ihr müsst schlagartig eure Wohnung verlassen, warum auch immer. Es geht nicht darum, dass irgendwie Bandenkrieg in der Stadt ist. Ihr müsst für immer fliehen, kommt nie wieder zurück. Sondern es geht um realistische Szenarien. Es brennt Gasleitung, es wird irgendwo eine Bombe entschärft. Ihr müsst einfach innerhalb von Sekunden, egal zu welcher Tageszeit, vielleicht auch mitten in der Nacht, eure Wohnung verlassen. Habt dann keine Zeit mehr, überhaupt irgendwas zu packen und schnappt euren Fluchtrucksack. Darauf ist das Ganze ausgelegt. Jetzt können Sie nicht lange nachdenken, was Sie mitnehmen sollen. Deshalb machen Sie sich schon vorab Gedanken über Ihr Notgepäck und halten Sie es auch so weit wie möglich griffbereit gepackt. Pro Person ein Notfallrucksack. Absolut wichtig, griffbereit. Das heißt, am besten irgendwo im Flur, ja, je nach Wohnsituation, wo ihr schnell rankommt. Teilweise kann es wirklich um Sekunden gehen, es brennt, ihr wacht auf, mitten in der Nacht, unter Schock, raus, Rucksack greifen, los. Ja, vielleicht könnt ihr gerade noch so die Jacke nehmen, die Schuhe, das war's, und den Rest habt ihr hier im Rucksack drin. Der Rucksack bei mir ist ausgelegt für 2 Tage. Natürlich, was das Thema Schlafsetup und so weiter angeht, kommt hier viel, viel länger klar. Aber der Knackpunkt ist das Thema Nahrung und vor allem auch Wasser. Das Notgepäck soll helfen, für die ersten Tage außer Haus zurechtzukommen. Was ist jetzt hier eigentlich tatsächlich drin? Ich habe das Ganze passend verteilt in verschiedene Taschen, ja, thematisch sortiert. Wir gehen gleich die Liste wieder durch und checken, bin ich vorbereitet? Und natürlich, was habe ich wieder für Geheimtipps dabei? Und ich würde sagen, wir starten auch mit einem kleinen Geheimtipp. Steht nicht mit auf der Liste, streiten sich vielleicht auch ein bisschen die Geister. Für mich ein absolutes Must-Have, nicht nur im Fluchtrucksack, sondern generell, ja, als Sicherheit im Alltag. Sollte in jeder Handtasche einer Frau sein oder auch griffbereit im Auto. Wovon spreche ich? Ich spreche von sogenanntem Tierabwehrspray. Umgangssprachlich auch oft Pfefferspray genannt. Denn ich habe passend zu diesem Thema eine Kooperation mit Help Me. Ja, das Tierabwehrspray ist derzeit wirklich einzigartig auf dem Markt und es gibt nichts Vergleichbares, denn das Ganze ist 3-mal stärker als die herkömmlichen Premium-Pfeffersprays. Die Besonderheit: Abwehr und Markierung durch Stinkstoffe, und es gibt einen DNA-Catcher, ja, der konserviert die DNA am Tatort. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Notsituation entsteht, ja, ihr werdet angegriffen oder überfallen und ihr nutzt dieses Spray, dann hat es zum einen einen Farbstoff, das heißt, ihr markiert diesen Gegner und die Kleidung auch davon. Diese Flüssigkeit nimmt DNA-Partikel, was auch immer, vom Gegner auf. Das sprüht natürlich auch ein bisschen daneben, das kommt auf den Boden und ist natürlich später für die Ermittlungsarbeit der Polizei sehr, sehr spannend, weil aller dieser Farbstoff natürlich am Gegner haftet, das heißt, er ist leichter zu erkennen, wenn er auf der Flucht ist, aber auch gibt es dann direkt DNA vom Gegner am Tatort. Es befinden sich 2 Reizstoffe in einem Spray und eine handliche Dose mit ausreichendem Wirkstoff für mehrere Angreifer bzw. natürlich auch für Tiere. Mit dem Rabattcode FRITZ20 spart ihr nochmal 20% bei einer Bestellung. Alle Infos dazu, ihr kennt das Spielchen, und in der Videobeschreibung auch noch im angepinnten Kommentar, sowohl der Rabattcode als auch der Link, findet ihr alles unten. Und Leute, nicht nur beim Fluchtrucksack, sondern generell auch im Alltag ein sicheres Gefühl. Ich bin ganz ehrlich, ich trage Pfefferspray seit, glaube ich, fast 4 Jahren fast immer täglich bei mir. Ich habe eins im Auto, ich habe eins neben der Tür stehen. Selbst wenn ich es nicht benutze, gibt es mir einfach ein gutes Gefühl. Punkt 1, Erste-Hilfe-Material, persönliche Medikamente. Ihr kennt es aus meinen Videos, ich habe hier mein Erste-Hilfe-Set. Ich habe übrigens mehrere davon und auch noch meine Medikamente. Woraus besteht das Ganze? Ich habe hier ein Tourniquet, das ist zum Abbinden von Gliedmaßen, was sehr, sehr speziell ist.
Dann gucken wir hier kurz rein. Blasenpflaster, normales Pflaster, Wundschnellverbandset, Alkoholtupfer, verschiedene Mullkompressen, Wunddesinfektion, Pinzette und eine Schere, Fieberthermometer, Einweghandschuhe, ein Israeli Bandage, das ist so ein Notverband mit so einer Klemme drin, wo man dann gleich richtig einen guten Druckverband einfacher erstellen kann. Ja. Vakuumiert, dahinter eine Rettungsdecke, Verbandspäckchen, bisschen Tape und ein Dreiecktuch. Und hier ganz klein drin noch eine Nadel, nutze ich oft für Splitter, natürlich vorher schön desinfizieren. Die ganzen Tabletten zeige ich jetzt mit Absicht mal nicht, weil da müsst ihr euch selbst informieren. Stellt euch eine kleine Reiseapotheke zusammen, das ist im Endeffekt nichts anderes, also auch für den Fluchtrucksack. Ja, informiert euch in der Apotheke oder auch beim Arzt, die können euch da auf jeden Fall besser beraten. Thema Übelkeit, Erbrechen, Schmerztabletten, Halslutschtabletten, sowas in die Richtung. Punkt 2, batteriebetriebenes Radio mit Reservebatterien. Leute, ihr wisst schon aus dem letzten Video, ich habe eins bestellt, es kommt aber einfach nicht an. Wir haben aktuell Lieferprobleme. Punkt 3, Dokumententasche. Aber ich habe hier hinten im Rückenteil so eine kleine Box, ihr seht, so eine schwarze Mappe. Und da sind einfach gewisse Kopien drin. Personalausweis, irgendwelche Versicherungsnummern, was auch immer. Ich kann euch auch empfehlen, macht einen kompletten Scan von all euren wichtigen Unterlagen, ja, und packt die zum Beispiel auf einen USB-Stick, damit ihr mal einen kleinen Eindruck bekommt, wovon ich überhaupt rede. Kontogeschichten, Rentensachen, Einkommensbescheide, Qualifizierungsnachweise wie zum Beispiel Zeugnisse, Mietverträge, Leasing, Testament, Patientenverfügung, Personalausweis, Reisepass, Fahrzeugpapiere, Führerschein, Grundbuchauszüge, Zahlungsbelege, Meldenachweise, bla 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 bla. Sehr viel nerviger Papierkram. Was ihr da reinpackt, ist jedem selbst überlassen. Ich würde euch empfehlen, aber eine kleine Basis auf jeden Fall reinzupacken. Wasserflasche, Essgeschirr und Besteck. Wir gehen von 2 Tagen aus. Das heißt, ich habe 2 1,5 Liter Flaschen. Könnte auch vielleicht noch eine mehr sein. Ja, wenn man jetzt viel laufen muss, ist 1,5 Liter echt wenig am Tag. Essgeschirr habe ich nicht mit, weil ich mir sage, muss ich einfach nicht mitschleppen. Ist ein Luxusgut, das brauche ich einfach nicht. Aber ich habe noch einen leichten kleinen Löffel mit, um natürlich Nahrung irgendwie aufnehmen zu können. Taschenlampe, Schlafsack oder Decke. Ich habe hier meine Kopflampe drin, ja, ganz normal weißes Licht, aber hat auch Rotlicht, ja, wird in der Bundeswehr, beim Militär zum Beispiel auch als Tarnlicht eingenutzt, wo man sich einfach ein bisschen nachts bewegen kann, ohne direkt gesehen zu werden. Dazu passend nochmal, ja, Ersatzbatterien. Dann war auch gerade das Thema Schlafsack. Der ist natürlich hier unten im Bodenfach. Ich für mich habe zusätzlich zum Thema Schlafsack auch noch eine Isomatte drin. Ich habe hier eine Thermarest drin, Neo X-Therm und hier mein Defense 4. Komme ich auf jeden Fall mit klar. Und wenn es im Sommer zu warm sein sollte, mache ich den auf und nutze den als Decke. Warum eine Isomatte? Naja, mein Setup ist halt auch darauf ausgelegt, um komplett autark draußen in der Natur übernachten zu können. Oder zum Beispiel in einem verlassenen Gebäude, unter einer Brücke, ja, irgendwo in einer Bushaltestelle, wo ich mir halt Unterschlupf suche. Aber ganz ehrlich, mit einem Schlafsack ohne Isomatte kommt da draußen nicht weit. Da friert ihr euch den Arsch ab. Passend dazu, und der ist hier unten drin, habe ich auch noch meinen Biwaksack mit. Und ja, damit bin ich einfach wettergeschützt, damit bin ich vorm Untergrund geschützt, meine Isomatte geht nicht kaputt. Ja. Ein genereller Schutz, was das Thema Schlafsetup angeht. Kleidung und Hygieneartikel für ein paar Tage. Jetzt ist wieder das Thema Luxus versus Survival. Geht es darum, dass ich überlebe? Ja, Thema Wasser. Wenn ich kein Wasser habe, überlebe ich nicht. Oder geht es darum, ich könnte mal einen frischen Schlipper anziehen. Kleidung, die ziehe ich mir an oder greife sie mir schnell, genauso wie die Schuhe. Rucksack und fertig, deswegen hier nur als Backup noch eine dickere Jacke. Hygieneartikel, eine eingeschweißte Zahnbürste, Handdesinfektion, Taschentücher, um damit auch auf Toilette gehen zu können, um sich die Nase zu schnauben, was auch immer. Habe ich gleich 2 Pakete mit. Der gute alte Waschlappen, kleine Tube Zahnpasta, nochmal ein bisschen Wundcreme, bisschen Seife, Duschgel und natürlich, Leute, wie sollte es anders sein, wie beim Notvorrat, für 2 Tage 6 Kondome. Ihr müsst wieder sparsam umgehen, aber sie sollten gerade so reichen. Leute, Leben in der Lage. Pflicht zur Gesunderhaltung. Ein Krieger zieht nie ohne seine Rüstung in die Schlacht. Fotoapparat oder Fotohandy? Gut, Handy habe ich halt immer in der Tasche, beziehungsweise neben dem Bett. Das nehme ich natürlich auf jeden Fall mit. Wetterschutzbekleidung wie eine Regenjacke und Hose oder ein langer Regenmantel. Habe ich im Endeffekt an, ist genau das, was ich meine. Hängt mit im Flur, muss ich mir halt direkt greifen. Wetterfeste Schuhe oder Gummistiefel? Stiefel stehen genauso mit im Flur und muss man sich in dem Moment einfach greifen. Benutzen Sie bei Gefahr durch radioaktive oder chemische Stoffe einen Heimwerker-Mundschutz oder Feuchttücher, die sich vor den Mund halten? Ja, spannendes Thema, habe ich aktuell hier nicht drin und ist, glaube ich, auch ein Thema, wo man sich deutlich intensiver mit beschäftigen müsste, anstatt sich jetzt einfach ein feuchtes Toilettenpapier vorzuhalten. Ja, wird in einer gewissen Situation sicherlich was bringen, aber ich denke, da müsste man sich nochmal wirklich richtig spezifisch einlesen, was effektiv ist für welche Situation. Bevor wir uns die Verpflegung angucken, schauen wir mal, was ich noch so zusätzlich dabei habe.
Wasserfilter, Schmutzwasserbeutel, Reinigungsspritze, Entkalbungstabletten und Antichlormittel. Denn wieder im allergrößten Worst Case, nach 2 Tagen ist das Ganze nicht vorbei, ihr seid nicht in der Zivilisation, wie auch immer, habt ihr die Möglichkeit, hier noch Wasser abzufiltern und aufzubereiten. Ich habe noch ein ganz normales Feuerzeug dabei, ein bisschen Paracord-Schnur, um einfach mal irgendwie was aufzuhängen, abzuspannen, wie auch immer, um auch was notdürftig reparieren zu können. Feuerstahl und ein Multitool mit Zange, Pfeile, Schraubenzieher, Messer, Säge, Schere. Einfach ein schönes kleines Werkzeug. Eine Akkubank, natürlich auch mit Lademöglichkeit. Vielleicht komme ich irgendwo an Strom. Ja, dann kann ich die Akkubank auch wieder aufladen. Und mein Handy-Ladekabel. Zwei Funkgeräte. Das Thema Nahrung. Auch das ist natürlich wieder sehr individuell. Was esst ihr? Wie viel braucht ihr? Wie viel Hunger habt ihr? Hier einmal Brot, zweimal Fisch. Haben wir schon mal an jedem Tag eine Mahlzeit. Dann hier einfach 2 Fertiggerichte. Cevapcici, Gulaschtopf, die man ja zur Not kalt essen kann, aber auch warm machen kann. Jetzt gesehen, ich habe jetzt keinen Gaskocher mit. Warum? Ja, weil es absoluter Luxus ist und ich es einfach für nicht notwendig für einen Fluchtrucksack halte. Bisschen Studentenfutter, noch ein bisschen getrocknetes Obst und wie sollte es anders sein? Natürlich auch Y-Food. Ja. Die großen Drinks hier natürlich 500 Milliliter und passend dazu jeweils auch nochmal ein schönen Riegel. Ich denke, damit ist man gut versorgt und sollte auch keinen Hunger mehr haben. Viele von euch kennen Y-Food ja, nutze ich bei mir viel auf meinen Touren, wie gesagt, auch im Fluchtrucksack oder auch im ganz normalen Alltag oder wenn ich viel mit dem Auto unterwegs bin. Ich habe euch unten nochmal den Link in die Videobeschreibung gepackt. Da gibt es zum Beispiel ein Probierpaket, ja, wo ein paar Drinks drin sind, ein paar Riegel, könnt ihr das Ganze mal austesten. Und es gibt mit dem Rabattcode 10FRITZ auch nochmal 10% auf eure komplette Bestellung. Also gönnt euch auch da gern ein bisschen was, seid ihr auch wieder bestens versorgt. Ja, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn euch der Kanal gefällt, wenn ihr euch für das Thema Survival, Lost Places, generell Abenteuer interessiert. Und dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was für Projekte, Videos, Challenges, was auch immer wollt ihr demnächst sehen. Ich schaue mir das Ganze an und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.